Notrufzentrale, was ist Ihr Notfall? Da ist ein Verrückter an meiner Highschool, der will mich verprügeln! Bei Problemen mit Mitschülern wende dich bitte an einen Lehrer. Nein, ich bin ein Lehrer. Wie war das bitte? Es geht um einen anderen Lehrer, der nach der Schule eine Prügelei mit mir austragen will. Deshalb brauche ich Hilfe. Ach, wirklich sehr witzig. Sie sind ein erwachsener Mann, also lassen Sie sich den Arsch versohlen. Wieso willst du dich mit mir prügeln, Mann? Diese Schüler hier scheißen auf die Schule jeden Tag. Findest du das witzig? Ich werde dir zeigen, was witzig ist. Du hast mich verpfiffen. Er war's. Jetzt wirst du den Preis dafür bezahlen. Wer petzt, wird zerfetzt. Wer petzt, wird zerfetzt? Was redest du da, Mann? Mr. Strickland hat den Ruf, hitzköpfig zu sein. Gefürchtet, aber effektiv. Todesstoß! Bin ich der Einzige, der sieht, was hier vor sich geht? Hallo? Hallo. Nicht hallo, du! Hallo, er hat eine Axt in der Hand! Mr. Campbell, Englischlehrer. Wahrscheinlich ein netter Kerl, aber hat was von einem Kriecher. Schon gehört, Strickland will sich mit Campbell prügeln. Er wird ihn voll fertig machen. Alles klar, absolut. Zwei Lehrer kämpfen darum, alle Schulkämpfe zu beenden. Schon vom Teacherfight gehört? Hashtag Teacherfight! Die ganze Schule steht Kopf. Wir bleiben für sie dran. Taten haben Konsequenzen. Diese Schule ist völlig kaputt. Der Scheiß hier ist pure Gewalt. Ich sehe aus wie Minion. Überall durchgeknallte Lehrer. Olli, du bist die Vertrauenslehrerin. Du nimmst doch nicht wieder Meth, oder? Doch, ja, nur ein kleines bisschen. Finger weg von Meth. Weil es eine Einstiegsdroge ist? Das ist die Endstation. Du bist der nette Kerl und die Leute denken sich, auf den trampel ich rum. Ich hab genug von dieser Scheiße. Schluss mit Mr. Nice Guy. Ich halte mich nicht mehr an die Spielregeln. Campbell! Daddy muss ich mit jemandem prügeln. Campbell, du schaffst das! Ich glaube, er schafft's nicht. Wieso steckst du nicht einfach einen Schlag ein und gehst dann zu Boden? Stell dich tot, als wärst du ein Opossum oder irgendein anderes Pussytier.